Eins ist sicher, der Petrus ist Beachvolleyball-Fan. Bei schönstem Wetter hat sich die Schweizer Elite beim GOB Beach Events Rorschach in den Sand geworfen und dem Publikum ein Spektakel geboten. Für die grösste Überraschung sorgen dabei eine Ostschweizerin. Bombenstimmung am Bodensee. Vor voller Range schmettert ein Paar von den besten europäischen Beachvolleyballer den Ball in Sand. Mit drin die Laura Galuorius Uzwil. Die 21-Jährige spielt zum ersten Mal überhaupt in der höchsten Schweizer Beachvolleyballklasse und kommt zu Rorschach mit ihrer Partnerin auf Anhieb gerade ins Halbfinale. Die Stimmung ist super. Es ist eine halbe Stunde von mir zu Hause. Also, es ist alles perfekt, das Wetter stimmt, es ist der See da, wir können auch baden. Und jetzt noch die Kinder, die unter den Autorahmen fragen. Weniger überraschend als der Exploit von der Laura Galuori ist für die Veranstalter der grosse Publikumsaufmarsch. Das, obwohl Rorschach mit Abstand die kleinste Stadt ist, wo die Gott bei Stur Halt macht. Wir haben hier Fahrzeuge, die wir sogar in der Grossstadt nicht haben. Weil so eine starke regionale Verankerung wie in Rorschach haben wir sonst in der ganzen Schweiz nie. Und weil übers Wochenende mehr als 30'000 Leute an Spiel am Bodensee pilgert sind, ist jetzt schon klar, dass es nächstes Jahr wieder heisst, Baggern und Schmettern zu Rorschach.